11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und hier kommen die besten Wetttipps und Prognosen, die es gratis zu finden gibt in diesem Internet. Greif mal, Radek! Yeah! Mainz gegen Köln, das hört sich nach einem sehr interessanten Freitagabendspiel an. Doch bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch einen Blick auf die Bundesliga-Tabelle werfen, denn nach 10 Spieltagen ist das schon wirklich eine kleine Sensation, dass Union Berlin 4 Punkte Vorsprung auf Bayern München hat und Dortmund nach der Niederlage nur noch auf Platz 8 ist. Das zeigt aber auch, wie eng diese Bundesliga zusammen ist, dass der 11. Mainz gegen den 7. Köln nur ein Punkt auseinander ist und Mainz mit einem Sieg sogar bis auf Platz 3 springen könnte, wenn alles denn so läuft. Aber ultra spannende Bundesliga, das macht Spaß. In diesem Spiel siehst du da eine Tendenz? Ich sehe erstmal, dass die kleine Sensation ist, dass Bayern Zweiter ist. Die große Sensation ist, dass Union Berlin Erster ist. Und das haben sie nicht nur mit Glück geschafft, sondern mit wahnsinnig viel Verdienst. Verdient haben sie es auf jeden Fall. Hey, wir gehen zum Freitagsspiel Köln-Mainz. Mainz ist eine Auswärtsmacht, ist jetzt auch im DFB-Pokal easy weitergekommen. Daheim läuft es noch nicht so gut. Da möchte Bo Svensson seinen Fans oder den Mainzer Fans einmal einen Sieg schenken. Und wird mal Zeit. 3 Unentschieden, eine Niederlage, die gegen Leverkusen. Und gegen Leverkusen verliert ja heutzutage auch nicht jeder. Ich glaube, wir werden eine kleine Trendwende sehen. Und eigentlich, Radek, Köln ist doch so stark, dass man sagen könnte, ein Unentschieden für Mainz fühlt sich dann auch schon wie ein Sieg an. Ja, das stimmt. Ich sehe halt hier auch jetzt Mainz nicht wirklich als Favorit. In dem Spiel kann man das natürlich nach dem bisherigen Saisonverlauf der Kölner auch überhaupt nicht sagen, dass die jetzt hier Außenseiter wären, auch wenn sie jetzt auswärts erst einen Sieg haben, aber auch erst eine Niederlage. Sie haben sich ausruhen können, haben sie auch nötig, weil viele verletzt sind. Sie sind im Pokal in der ersten Runde gegen Elversberg rausgeflogen. Das war Leverkusen. Köln ist gegen Regensburg rausgeflogen. Gut aufgepasst. Ich baue ja immer gerne mal irgendwelche Fehler ein, damit die Leute sich schlauer fühlen als ich. Und in diesem Spiel hast du eigentlich 2 Optionen. Man wettet auf ein Unentschieden bei 3,75 eine Option. Oder man sagt, die Kölner haben in der Saison bisher stärker performt als die heimschwachen Mainzer auch. Und deswegen ist da eher das Value zu sehen. Beides Optionen. Sagt dir da was zu oder siehst du sogar eine Überraschung bei Mainz durch diese Trendwende? Ja, Mainz wäre jetzt quotentechnisch nicht die Überraschung, aber ich denke, die hätten es mal verdient, dass es jetzt hier daheim Punkte gibt. Also ich sehe Unentschieden als sinnvollste Wette tatsächlich. Mhm, das macht Sinn. Das ist eine 3,75 hier im ersten Spiel. Leverkusen empfängt Wolfsburg und da muss man sich schon fragen, was ist denn mit den Quoten passiert? Wir haben ja diesen Trainerwechsel gehabt von Seoane zu Xavi Alonso und seit Alonso da ist, ist nicht wirklich besser geworden. Sie haben den Tabellenletzten zwar besiegt, aber 8 Gegentore in den letzten beiden Spielen, 3 gegen Porto, 5 gegen Frankfurt, dann sind sie jetzt 7 gegen Wolfsburg nach Adam Riese oder wie schätzt du hier diese Chancenverhältnisse ein? Ich halte jetzt wirklich nichts von Wolfsburg, leider gar nichts. Ich glaube, diese Konstellation Trainer, Mannschaft passt einfach nicht. Auch vom Spielstil ist mir das irgendwie alles zu roboterhaft, was Wolfsburg macht. Auf der anderen Seite hat man Leverkusen, die jetzt auch mit einem neuen Trainer da rangehen, haben gegen Frankfurt auf den Sack bekommen, daheim gegen Porto auf den Sack bekommen, haben Schalke besiegt, aber das schafft ja jeder. Also ich wüsste jetzt nicht, wo Leverkusen das Selbstbewusstsein hernehmen könnte. Und Wolfsburg, auch wenn sie in der Defensive schon einige kassiert haben, hat da schon seine Stärken. Also ich erwarte ein torarmes Spiel und es ist langweilig immer zu sagen, ein Unentschieden. Also auf jeden Fall brauchen wir uns bei einer Sache nicht drüber streiten, die Quoten haben eher Value auf Wolfsburger Seite. Brutalst sogar, finde ich, also aus allen genannten Gründen. Vor allem, wenn diese Unentschiedenquote 4,5 ist, ist ja eigentlich Wahnsinn. Und diese 4,75 Auswärtsquote der Wolfsburger, da kann man mit dem Asian Handicap schon diese Unentschieden-Gefahr absichern. Man kann aber sogar eine Ein-Tor-Niederlage der Wolfsburger absichern mit einer 1,7er-Quote. Und sollte es dann ein Unentschieden oder ein Wolfsburg-Sieg geben,
gewinnt man mit einer Quote von 1,72. Und Leverkusen hat einfach keine Argumente bisher in der Saison geliefert, dass sie hier jetzt der Favorit sein sollen. Also das ist natürlich Blödsinn und deswegen muss man dieses Value auf Wolfsburg sehen. Value schwer zu finden auf Dortmund, die mit einer 1,56 zu Hause der Quotenfavorit gegen Stuttgart sind, aber auch hier die Dortmunder nach der erneuten Pleite gegen Union, ist es fast schon ein Endspiel für Terzic, der also sowas von abkackt, aber man hat ja auch mit Erling Haaland einfach denjenigen verloren, der Dortmund in der letzten Saison zu 80% ausgemacht hat und da hätte Rose diese Saison wahrscheinlich auch nicht mehr gerissen, aber Fakt ist, der Wechsel zu Terzic, der war bisher mal einer der schlechtesten Trainerwechsel oder Entscheidungen, die man hier in der Bundesliga in der jüngsten Vergangenheit hatte. Ja, also Rose ist ein mega guter und auch erfolgreicher Trainer und ich glaube, der wird uns auch auf lange Zeit auf diesem Niveau, wo er gerade ist, erhalten bleiben. Auf der anderen Seite denke ich, dass Terzic, ja, die Ergebnisse passen nicht, der Tabellenplatz passt nicht und es läuft vieles nicht rund, aber ich glaube, das ist halt einer, der in Dortmund relativ hoch angesehen ist, weil er halt dann auch irgendwie aus dem Verein kommt und deshalb wird es da, glaube ich, keine Terzic raus oder ähnliches geben. Es kann natürlich sein, dass wenn er jetzt ein paar Wochen noch erfolglos bleibt, dass er dann mal sagt, du, ich gehe dann wieder in die zweite Reihe zurück, aber ich denke nicht, dass Dortmund jetzt sagt, wir brauchen einen neuen Trainer, sondern sie brauchen irgendwie einen hungrigeren Kader oder besseren Kader und das, obwohl sie ja eh schon so gestandene Spieler geholt haben, auch von denen sie sich was erwartet haben, wie Süle, dass der zusammen mit Hummels die Mannschaft hochreißt, dann haben sie noch Reus, dann haben sie Emre Can, wo es heißt, der haut so richtig viel Mentalität rein und der bringt uns auf den nächsten Level, aber irgendwie sind die Spieler alle eine Stufe schlechter als ihr Name, kann man natürlich auch sagen, ist ein Trainerding, oder? Erling Haaland, wir sehen es gerade in England, gibt eine Petition, dass er aus England verwiesen wird, weil er zu gut ist. Das sehen wir halt jetzt. Stuttgart auf der anderen Seite, indirekt neuer Trainer. Anscheinend möchte sich keiner den Cheftrainerposten antun. Deshalb werden sie hier auch wieder mit dem Co. ins Spiel gehen. Der hat Bochum besiegt. Keine große Kunst. Und wir erinnern uns, in der Vergangenheit hat Stuttgart ganz geil ausgesehen gegen den BVB. Quotentechnisch passt mir das alles nicht. Deshalb habe ich hier viel geredet, um dann zu sagen, was soll man hier wetten, Radek? Nichts, oder? Ja, am besten höchstens, dass Stuttgart ein Tor schießt, aber das ist mit 1,67 auch zu schwach. Dafür, dass die jetzt gerade nur Bochum besiegt haben, was ja, wie du gesagt hast, keine Kunst ist, oder? War das bei Schalke? Aber dieser Trainerwechsel von Materazzo zu seinem Co-Trainer, der im Prinzip das Gleiche macht, macht ja auch wenig Sinn, vor allem Materazzo ist ja kein Schlechter, also das war echt auch eine komische Sache, aber irgendwo musste er ein Zeichen setzen. Aber dass Stuttgart jetzt hier was reißt, das kannst du natürlich auch nicht erwarten, also dafür ist Stuttgart ein bisschen zu schwach, Dortmund zu Hause kann immer mal einen raushauen und eine 1,56er-Quote ist deswegen leider nicht wettbar. Augsburg zu Hause nur 5,5 gegen die auswärtsschwachen Leipziger. Also das ist ja eigentlich eine Frechheit, wenn man sieht, was die Augsburger in dieser Saison bisher besiegt haben. Bayern haben sie besiegt, Bremen haben sie besiegt und Schalke haben sie besiegt. Aber auch Leverkusen haben sie besiegt. Das sind alles Mannschaften, die nicht schlechter sind als Leipzig in dieser Saison bisher. Aber unter Rose, so viel gehört zur vollen Wahrheit, um jetzt das Loblied auf diesen Mann zu beenden. Unter dem hat Leipzig noch kein Spiel verloren und jetzt auch 3 Siege wettbewerbsübergreifend in Folge. 1 haben sie verloren gegen Madrid. Oh, ja, Schande. Und gegen Gladbach sogar auch noch. Stimmt. Aber seitdem. Ja, seitdem. Also da war ich ein bisschen zu optimistisch, aber nichtsdestotrotz eine gute Serie. Der hat Leipzig jetzt wieder auf Kurs gebracht und dementsprechend sind die natürlich Favorit, aber auf der anderen Seite tut man den Augsburgern halt ein bisschen Unrecht, weil die ja zu Hause vor allem wirklich über sich hinausgewachsen sind und vor allem gegen vermeintlich gute Gegner. Also Augsburg ist hier nicht chancenlos. Geld würde ich natürlich nie im Leben draufsetzen, aber zu sagen, das ist eine Value-Bet, da gehört jetzt kein Geld dazu. So sieht's aus.
Ich habe da nichts zu sagen. Also fühle mich unwohl bei den beiden Mannschaften und deshalb gehen wir zum nächsten. Tipp wäre 1:1 zur Halbzeit und dann geht es entweder unentschieden aus oder knapper Sieg für die Leipziger. Halbzeit X wäre natürlich eine Möglichkeit bei einer 2,55. Dann bist du nach 45 Minuten schon wieder fertig mit der Wettarbeit und kannst dich anderen Dingen widmen. Freiburg gegen Bremen. Auch ein Spiel zweier Überraschungsteams. Die Bremer sind jetzt ja ein bisschen abgerutscht durch die Niederlage auf Platz 9. Nichtsdestotrotz spielen sie eine gute oder sehr gute Saison für einen Aufsteiger. Freiburg hat natürlich jetzt einen Mega-Dämpfer gekriegt mit dem 5-0 gegen Bayern. War nicht irgendwie anders zu erwarten. Ist immer noch Dritter, obwohl sie 5-0 verloren haben, weil sie wenig Tore kassieren, effizient gearbeitet haben zuvor. Und nach wie vor eine starke Mannschaft sind. Favorit sind sie natürlich trotzdem nie, sage ich immer, weil sie jedes Spiel wieder von null an beweisen müssen, dass sie ja, ein Spiel gewinnen können. Ja, schon hart. Das 5-0 tut natürlich dann auch in der Torstatistik weh, weil sie einfach eine starke Defensive sind. Aber gegen Bayern kann jeder mal untergehen, wenn der FCB einen guten Tag hat und dann einfach seine vielen Chancen auch reinhämmert. Bei dem Spiel sehe ich ein 2:0 für Freiburg. Auf der anderen Seite ist vor allem Werder auswärts sehr, sehr stark. Aber ich glaube, dieses 5-0, diese Niederlage, diese hohe Niederlage, tut einem Team wie Freiburg unter einem Trainer wie Christian Streich einfach sehr gut, weil er wird ihnen jetzt auch sagen, es funktioniert nur, wenn wir 120% geben und ihr müsst die Gegner nicht unterschätzen wie Bayern. Ja, und wir sind noch nicht so gut, wie es der Tabellenstand sagt, aber lasst uns da trotzdem bleiben. Also ich glaube, diese Niederlage kann für Bremen eher negativ sein. Ich glaube, Bremen hätte eine höhere Chance, wenn Freiburg jetzt nicht mit so einem 0-5 im Rücken wäre. Ja, vor allem gibt es keinen Bayern-Fluch mehr, weil Augsburg ja das Spiel nach Bayern gegen Schalke gewonnen hat und ja, gäbe es ja eh nicht, weil Freiburg ja nichts gerissen hat. Kann ich mir gut vorstellen, dass der Streich dann so sagt, ich hab's euch immer gesagt, ihr seid nicht so gut, wie der Tabellenplatz sagt. Wir müssen wieder kleinere Brötchen backen und so weiter, gell? Ja. Und deswegen, ja klar, normal gewinnt Freiburg das jetzt mit einer Zweierquote, ist mir die Quote aber leider ein bisschen zu schwach. Minus 1 könnte man überlegen, Asian Handicap. Aber gucken wir mal zu Hoffenheim. Die hatten natürlich jetzt das leichtmöglichste Programm, das man in Deutschland derzeit haben kann. Zweimal hintereinander gegen den FC Schalke 04. Wer hat denn so viel Glück? Und dem André Breitenreiner sei es gegönnt, hat er mal eine Woche Pause gehabt und konnte sich ausruhen. Und jetzt geht es halt gegen Bayern. Da gab es schon gute Heimspiele von Hoffenheim gegen den FCB. Und ja, Radek, was soll man jetzt zu dem Spiel sagen? Auf die Quoten gucken. Wir sehen, das letzte Spiel ging unentschieden aus. Ja, Bayern, eine 1,55er-Quote, gefällt mir theoretisch immer. Aber sonst werden wahrscheinlich Tore fallen, man wird ein gutes Spiel erwarten können. Aber das weiß natürlich auch jeder, oder? Eben, also dass da viele Tore fallen, weiß jeder. Deswegen ist die Quote bei 1,83 auf über 3,5. Das letzte Spiel endet ja 1-1. Also überhaupt Hoffenheim, wie du gesagt hast, hat in Sinsheim zu Hause gegen die Bayern in den letzten Spielen, zumindest in den letzten beiden Spielen, 4 Punkte geholt. Aber davor gab es auch mal ein 6-0 aufs Maul. Ich finde eher, das ist wieder so eine Tendenz dafür, dass sie mal wieder aufs Maul kriegen. Und gerade eben, weil sie denken, wir sind jetzt wer. Oh, und dann kriegt Hoffenheim meistens irgendwie ein paar in den Kasten. Und der André Breitenreitern wird da auch nichts dran ändern können. Und Bayern ist nach dem 5-0 gegen Freiburg wieder in Torlaune. Deswegen gefällt mir in der Tat diese Übertorwette auf über 3,5 Tore fast am besten. Dass beide treffen, das könnte man sich vorstellen. Aber Bayern allein wird ja mindestens 4 machen. Also das gehe ich mal stark davon aus, dass Hoffenheim die große Klappe gestopft wird. Und große Klappe könnte auch Frankfurt haben. Respekt, Platz 5 mittlerweile, heimlich still und leise, haben sie sich davor gemausert, weil sie jetzt auch
Leverkusen 5 eingeschenkt haben. Und das, obwohl sie in der Woche vorher 3-0 gegen Bochum verloren haben. Also bei der Eintracht weißt du irgendwie nicht so, was du kriegst. Dann haben sie gegen Stuttgarter Kickers immerhin kein Tor gefangen. Ist aber auch gegen eine Mannschaft, die ein paar Klassen drunter spielt, das Mindeste, dass man die besiegt. Und dann nur 2-0 kann man natürlich jetzt auch so oder so sehen. Im Endeffekt Gladbach genau das Gleiche. Scheiden aus dem Pokal gegen den Zweitligisten aus, verlieren mit 5 Toren gegen Bremen, gewinnen dann mit 5 Toren gegen Köln. Also total, da kannst du die Ergebnisse einfach nur würfeln. Und was machen wir, wenn man die Ergebnisse würfeln könnte? Unentschieden oder Aha, würfeln. 3,9, eine wunderschöne Unentschieden-Quote in diesem Spiel, das einfach auch keinen Sieger verdient hat. Und wenn, dann ist es einfach nur ein Glück oder verrückt und ein Unentschieden ist da eine geniale Wette. Wie in vielen anderen Spielen an diesem Spieltag vielleicht auch. Aber in diesem Spiel unmöglich kannst du dem Tabellenführer gegen den Tabellenletzten eine Zweierquote geben. Also das ist respektlos. Also da sollten sich die Berliner entweder bei den Buchmachern beschweren oder die Wettenden bedanken. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass auch Union Berlin, obwohl sie haushoher Favorit sind, auswärts gegen den Tabellenletzten verlieren können, wie in der vergangenen Saison gesehen beim Greuther Fürth. Ja, die waren die Ersten, die gegen Fürth verloren haben, ne? Aber vielleicht ist das ja auch die Motivation, die die Spieler jetzt bekommen. Jungs, ihr habt damals gegen Fürth verloren. Macht es nicht auch gegen Bochum so? Ja, 19 Punkte mehr. Also eigentlich blanker Hohn, diese Quote. Da muss man draufsetzen, auch wohl wissend, man sollte nicht übertreiben und immer den gleichen Einsatz bringen, auch wenn man denkt, boah, das ist ja eigentlich die beste Wette aller Zeiten. Ist es auch, aber man hat ja immer im Hinterkopf, auch Bochum hat Frankfurt besiegt oder auch Bochum hat in der vergangenen Saison zu Hause Bayern geschlagen mit 4 Toren. Also absolut insane Bundesliga und deswegen auch bei dieser Quote Vorsicht, aber man muss drauf wetten, weil alles genannt. Hertha gegen Schalke. Ja, wird der Kramer noch auf dem Stuhl oder auf der Bank sitzen? Das Breaking News! Kramer entlassen! Die Fans reagieren deutlich, wurden endlich erlöst, Thomas Reis als Nachfolger im Gespräch. Ja, leck mich. Ist Schalke auch auf die Idee gekommen, dass es mit dem Trainer nicht funktioniert, aber auch mit dem Kader nicht. Krass, vor ein paar Stunden war es noch nicht so. Da muss man immer das Handy parat haben, aber hilft ja alles nichts. Wer soll denn jetzt kommen? Der Reis, der bei Bochum war? Ich weiß nicht, was das Ganze bringen soll. Da muss eine größere Lösung her, aber egal, welche Lösung kommt, es wird einfach nicht besser. Dafür ist das Team nicht gut genug. Und schaut euch diese Ergebnisse an. Selbst gegen Leverkusen verlieren die. Ach, da hilft ja gar nichts. Berlin, heimlich still und leise, by the way, hat ja ein paar Spiele nicht verloren, aber auch keine Dreier geholt. Deshalb sind sie auch in der Tabelle weiterhin nicht gut genug. Und gegen Leipzig nach 3-0, glaube ich, Rückstand nochmal rangekommen, sich rangepirscht. Sandro Schwanz macht sich macht einen ganz guten Job eigentlich. Und der wird sich jetzt auch selber mal belohnen mit 3 Punkten, weil es ist ja nicht so, dass Schalke ein Selbstbewusstseinsproblem hat. Die wissen genau, wie schlecht sie sind. Und so spielen sie halt. Tja, die hatten schon auch ein paar gute Spiele dabei eigentlich. Und so würde ich jetzt auch nicht so hart mit denen ins Gericht gehen. Auf der anderen Seite, klar, muss Hertha das zu Hause gewinnen, weil die ja auch mal Punkte brauchen, der Schwanz und seine Jungs. Quote 1,8 um den Dreh ist halt relativ niedrig. Ich würde jetzt auch kein Geld auf Hertha investieren. Aber wir haben dafür ein paar andere interessante Wetten, die wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Es ist mir eine Ehre, 3 Unentschieden-Wetten für diesen Spieltag vorzustellen. Erstes Spiel, Mainz gegen Köln, Quote 3,75, 1-1 geht's aus, also unentschieden. Das nächste Spiel ist dann Leverkusen-Wolfsburg, auch unentschieden, heftig hohe Quote mit 4,56. 1-1 geht's witzigerweise genauso aus. Und das dritte Unentschieden, Radek, das haben wir dann in Gladbach bei der Borussia gegen Frankfurt. Das könnte 2-2 oder 0-0 ausgehen, ist auf jeden Fall ein X. Und es gibt auch eine geile Quote.
Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch zwei andere Wetten, zwei Einzelwetten. Bayern über 3,5 Tore im Spiel gegen Hoffenheim. Also nicht nur Bayern, sondern das ganze Spiel. Und Union Berlin, hallo, die gewinnen doch gegen Bochum. Erster gegen Letzter. Easy. Und dann war es das auch schon für diese Woche. Ciao. Tschö. Servus. Was ist deine Lieblingswette, Radek? Auch wenn jeder weiß, dass es einfach die Riesenfalle ist, einfach der Sieg von Union Berlin in Bochum, um noch sicher zu gehen, dass es kein Unentschieden gibt, würde ich auf Asian Handicap 0 gehen. Und dann kriegst du halt eine 1,5er-Quote so um den Dreh. Wie schaut es bei dir aus? Ich denke einfach, auch wenn wir es jetzt nicht gesagt haben, Sieg Berlin, einfach weil ich von Schalke gar nichts halte. Und alle anderen Wetten, die wir vorgestellt haben, sind geil, haben aber auch eine sehr hohe Quote und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreffen, natürlich ein bisschen gering. Gute Zeit. Merci, dir auch. Euch auch. Ach, dir auch. Ah, du schaust noch zu? Ja, jetzt aber. Mach mal was Gescheites. Helf meinem Haushalt oder was?